Sodale. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, dass ich diesmal die Aufnahme komplett mache, weil beim letzten Mal ist da ein bisschen was schief gegangen. Ja. Ich fürchte, ich habe die falsche Anomalie rausgesucht. Also es ist die richtige Anomalie, um das rauszukriegen, was ich haben möchte. Das ist ganz klar. Ich habe mir eben zwei Seelen reingeschmissen und will da was draus herstellen. Ich habe mir wollte mir eine Plasma Caterpillar herstellen und Flash und so in der Feueranomalie. Alles gut. Problem in der Geschichte. Plasma Caterpillar und Flash müssten schon fertig sein. Das sind nicht zu sehen. Ist hier mal den Boden gebackt. Jetzt kann ich ein bisschen hin und her rennen und hoffen, dass sie dann rausbacken. Wenn nicht, dann hole ich sie mir halt. Also irgendwo. Was soll der Scheiß? Ich habe die im Tunnel genommen, die hätte ich vielleicht nicht nehmen sollen. Naja gut, ansonsten bin ich jetzt hier gerade wieder zurück bei der Freiheit. All dieweil Dynamit zu Lukas. Und die Klauen anscheinend zu Meiser. Mieser, was weiß ich, wie der Idiot heißt. Ja, egal. Achtung. Wieso wird es aber nicht angezeigt? Weil eigentlich hat er sich wieder berappelt. Diese Anzeige, die ist eigentlich wieder ganz gut mittlerweile. Ja, da steht sie zum Beispiel auch. Ja, toll. Na, 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 na. Wer ist das? Wer bist du denn? Frieden. Okay. Also zumindest ist davon auszugehen, dass du Frieden bist, weil ich glaube kaum, dass hier Duties sind. Außer natürlich die Gruppe von Skull, aber die haben wir ja ad acta gelegt. Gibt's nicht mehr. So. Irgendwo hier strahlt. Hier war normalerweise auch immer eine Elektro irgendwo. Ich weiß, ich latsch gleich rein wahrscheinlich. Ne? Na gut, dann eben nicht. Okay, ja, dann gebe ich mich jetzt die Sachen ab und dann ist die Überlegung, vielleicht doch mal ein bisschen in Richtung Radar zu gehen. Oh komm, Jungs. Also er hat sich so nach und nach ein bisschen berappelt, so ein bisschen. Es ist jetzt nicht mehr ganz so starterfest und, also nicht mehr ganz, es ist trotzdem starterfest, aber nicht mehr so wie vorher. Er kennt auch Transition wieder früher und eben auch Anomalien und so Scherze. Mal gucken, vielleicht geht's ja wieder. So weit, dass ich es benutzen kann. So, ey du Knallkopf, wollen wir saufen? Oh Junge, musst du dann abspacken davon? A good drink, yeah. Okay, danke. Secret in the tomb. Aha, im Grab. Oder im Grabkammer. Ja, why not? Mein Gott, jetzt bin ich besoffen wie solche. Jetzt könnte ich mir die Dinger reinpfeifen, aber das geht auf die Gesundheit. Auf Dauer, also das machen wir nicht. Warten wir halt den Suff ab. Was ein echter Russe ist, der hält es aus. Irgendwie müsste ich mir noch überlegen, wie ich mir den Knallkopf hier mal... da muss ich auch mal gucken. Wenn der das nächste Mal die Zielperson irgendwo weg ist, dass die nicht unbedingt zu sehen ist, das wäre ganz witzig. Trader? Nee, das ist es nicht. Weil es gibt doch hier eine Zielperson für... Steht der jetzt so bescheuert, dass ich den gar nicht kriege, oder was? Moment. Oh mein Gott, würdest du mal auf mich konzentrieren? Danke. Ist der jetzt bei Mieser drin, oder was? Soll ich den dann jemals ausschalten? Es gibt doch für Petrenko noch den Auftrag, ne? Das ist doch scheiße. Hier gibt es übrigens noch Artefakte. Was haben wir denn hier? Dummy, ja? Könnte man Fire-Dummies und so weiter draus machen, dann Moonshine-Dummies. Ein Quirk, kann ich auch gebrauchen, warum nicht? Ich glaube, ich gehe mal kurz da dann suchen, bevor ich zum nächsten Ding gehe. Was ist das hier? Ein Dorn, das ist aber schon außerhalb der Karte, komme ich da ran? Was haben wir hier? Hiding Place in Kamas. Ah ja. Kofferraum oder so von Kamas, warum nicht? Da haben wir Ofen Hiding Place, in den Ofen. Aha. Warum nicht? Und da steht Tomb. Ist es dann ein Grab da hinten oder was? Aha. Under Cross. Ja, schauen wir mal, ob was Gescheites drin ist. Oh, ich bin nicht mehr besoffen. Wie cool. Ja, was so ein, wie gesagt, was so ein echter Russe ist, der nüchtert schnell wieder aus, ne? Stehst du wieder davor?
Och, Junge. Bis gleich. Scheiße. So, mal gucken, ob er diesmal wieder davor steht. Bis... Hey, отстань, любопытный. Was willst du? Mann, поговорить нам с тобой нынче не светит. Was willst du? Да не буду. Чё, тебе врезать? Hä? Bist du jetzt scheiße im Kopf? Mann. Was ist denn jetzt wieder los? So, wo steht er jetzt? Also, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Und er steht immer noch vor der Tür. Was ist denn das? Warum? Ich kapier's nicht. Willst du mich nerven? Ja, man kommt natürlich hier nirgendwo durch die Fenster rein, ne? Da ist irgendwo ein kaputtes Fenster, ist da oben. Aber Leitern gibt's nicht. Im Stalker. Also was nervt. Na, wenn das mal ist, dann ist das ja okay. Dann lädt man neu und dann geht's schon. So war es das letzte Mal. Diesmal geht's wieder überhaupt nicht. Was ist denn das? Das ist doch scheiße. Dann speichere ich jetzt hier mal einen Hardsave. Und dann versuchen wir es nochmal. Der steht immer noch da. Super. Jetzt probiere ich es nochmal bei ein paar Transitions, indem ich jetzt erstmal hier ein bisschen rumlatscht, sinnlos. Und einfach nochmal gehe und was weiß ich was. Und wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Dann habe ich so langsam ein bisschen die Schnauze voll. Warum redest du nicht mit mir? Oh mein Gott, ich lade das ganz andere nochmal. Das ist doch zum Kotzen, ist doch das. Mir fällt gerade auf, was auch das Problem sein könnte. Die sind ja noch nicht mal dargestellt auf der Minikarte. Ich soll vielleicht mal kurz warten. Es nervt. Es nervt gerade tierisch. Weil die müssten doch auf der Minikarte eigentlich dargestellt sein, ne? Jetzt warte mal kurz. Bekloppt sowas. Einfach nur bekloppt. Ups, Entschuldigung. Ja, angezeigt werden mir die ganzen Knallköpfe. Aber auf der Minikarte nicht. Vielleicht ist das das Problem. Ich weiß es nicht. Die müssten mir auf der Karte doch angezeigt werden, oder? Als grüne Punkte, genauso. Es ist schwierig, würde der Dingsbums sagen. Der Walkrei. Daran kann es nämlich liegen, weil die noch gar wieder überhaupt nicht richtig da sind. Aber gut, er wird mir zumindest sofort umrandet dargestellt, was ja vorher nicht der Fall war. Bei den anderen, die noch nicht richtig gespawnt wurden. Nochmal probieren. Kann ich use? Ja. Ja. Could we have a talk? Jo. Hiding Place in Wood ist es diesmal. Ja. Ja, gucken wir uns mal Hiding Place in Wood an. Außerdem war da unten im Dorf noch irgendwo was. Also ein bisschen nervig gerade. Ich versuche jetzt halt ein bisschen hin und her zu rennen. Hoffe, dass es noch was wird. Wie gesagt, bin gespannt, was mit meinen Seelen passiert. Ob die jetzt richtig dann mal erscheinen, wenn ich wieder ins Wildgebiet gehe. Oder ob die komplett weg sind. Ob ich mir einfach die falsche Anomalie genommen habe. Das wäre natürlich scheiße. Weil dann muss ich mir das... Alter... Dann muss ich mir das nochmal neu
spawnen halt, weil ich hat's ja. Was soll der Scheiß? Ich habe auch nochmal Besoa reingeschmissen, so ein Bauchgemülle von dem Controller. Hatte ich aus dem Sumpf mitgebracht. Ja. Aber alles weg. Nicht ganz witzig. Wenn wir die Knallköpfe dargestellt, werden ja auch nicht. Mir fehlt praktisch die komplette Darstellung des PDAs. Die müssten doch hier auf dem PDA eigentlich sein, da bin ich bekloppt. Nee, die müssen doch hier sein. Das ist Wolf, oder? Ja. Weil das ist ja, das, daran stimmt ja schon mal irgendwas nicht. Wenn das schon mal nicht der Fall ist. Ach, ist das zum Reiern mit diesem Spiel, ey, ehrlich wahr. Wo ist das scheiß Dorf? Das ist doch irgendwo hier hinter. Da. Nee, hä? Was ist das scheiß Dorf? Bin ich doof? Ja, ich lauf doch drauf zu. Passt doch. Ah, irgendwie hab ich's gerade nicht gesehen. Weil da war eben ein Versteck im Ofen. Blutsauger dürften ja keine mehr da sein. Hopefully. Wobei, wie gesagt, da war ja was mit Respawn, dem A-Life, ne? Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin. Oh, Moment mal, wo ist denn die Elektro, die ich da gerade höre, da ist sie. Okay. Wurzel mal vor dich hin, überlass mich in Ruhe. Wo ist denn das Versteck? Es muss irgendwann mal an Ende vom Kaff sein. Ach, bin komplett falsch. Oh Gott. Also es hängt ja wunderbar, aber irgendwie kommt es jetzt überhaupt nicht mehr hinterher. Also jetzt macht es ja nur noch Scheiße. Oh, was ist blau? Zombies normalerweise, ne? Oder könnte es ein Bürger sein? Der war auch noch nicht richtig gespawnt. Da ist ein Zombie. Ach so, ein Unsinn, ey. Es ist ein bisschen nervig gerade. Bin echt am überlegen, ob ich es neu starten sollte. Aber wobei es dann natürlich dauert, bis ich wieder hier bin, wo ich jetzt bin. Einfach nur zum Abkotzen. So, hier irgendwo muss ein Rucksack sein. Unten? Hier auf der anderen Seite? Ja. Na? Da. Oh. Oh, Alter. Fünfmal? Nicht schlecht. Dankeschön. Kann ich mir dann lauter bessere draus machen. Das ist nicht verkehrt. Das war mal ein schönes Versteck. Okay, jetzt versuche ich nochmal zur Freiheit reinzugehen. Und wenn es wieder nicht... Naja. Wenn es wieder nicht klappt, dann weiß ich ja nicht. Irgendwie, was... Hä, was kann ich mit dir durchsuchen? Wer bist du denn? Ach, du warst ein Mercenary vom letzten Mal noch. Aha. Tja. Ich verstehe halt nicht, woran es liegt, dass es jetzt gerade so abspackt. Die ganze Zeit. Es wäre schön, wenn wenigstens die Leute mal auf dem PDA wieder dargestellt würden. Ist ja auch nicht der Fall. Nee. Ich
Ich sehe es auf meiner Karte nicht. Warte mal. Sie werden mir aber dargestellt im... Nee, werden sie auch nicht. Aha, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist zum Kotzen einfach nur. Hä, steht da jemand im Feuer? Steht wohl voll im Feuer? Alter, sag mal, geht's dir doch ganz gut? Ey, geh mal aus dem Feuer raus. Mein Gott. Das wäre schön, wenn ihr mal dargestellt würdet. Die Freiheit wurde mir ja gerade dargestellt. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Echt nicht. Also ich probiere es jetzt noch ein paar Mal mit Speichern laden. Wenn nicht, dann lassen wir das echt sein. Dann muss ich mir entweder eins nehmen, was viel, viel früher ist, bevor ich den Rechner praktisch zurückgesetzt habe. Daran könnte es vielleicht natürlich liegen, weiß ich nicht, ob da irgendwo Spackerei ist. Und wenn das auch nicht geht, muss ich neu starten. Wäre zwar scheiße, aber dann vielleicht die Möglichkeit, die ich noch habe. So eine Scheiße. Der wird mir auch nicht dargestellt. Ja, piepsten tut's aber. Aha. Also habe ich nur einen Darstellungsfehler. Im Fernglas oder was? Probier es jetzt nochmal. Das ist doch zum Kotzen, ist doch das. Aber es kann natürlich wirklich wahr, das fällt mir gerade ein. Ich habe ja den Rechner zurückgesetzt. Vielleicht passen die Einträge alle nicht mehr zusammen. Oh, okay. Pipe with Swag, okay. Schon wieder irgendwelchen Blödsinn. So, gut, dankeschön. Das war dieser Spaß. Jetzt gucken wir halt, wenn der wieder vor der Tür steht. Ich laufe noch ein paar Mal hin und her. Zwei, drei Mal. Wenn nicht, muss ich mir eins nehmen, was viel, viel früher war. Bevor ich den Rechner zurückgesetzt habe. Dann zeige ich mich wieder hierher. Wenn das auch nicht geht, starte ich es komplett neu. Wäre aber ein wenig nervig, ehrlich gesagt. Was ist jetzt? Jetzt ist hier überhaupt niemand. Das kann ja gar nicht sein. Dann gehe ich jetzt rotzfrech rein. Das ist mir dann jetzt auch egal. Weil Meiser ist da. Nee, ist er auch nicht. Oh mein Gott, wo ist denn der jetzt hin? Jetzt haben wir einen vollen Darstellungsfehler. Ja, machen wir jetzt rotzfrech Folgendes. Wir speichern hier. Schauen, was danach passiert. Ich sage dir danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Auch wenn es jetzt nur ein bisschen nerviges Versuchen war. Zumindest war das eine Versteck sehr lohnenswert. Ja, wenn das jetzt nichts ist, dann versuche ich halt ein anderes zu laden. Und dann sehen wir uns dann wieder. Wenn es noch klappt, sehen wir uns im nächsten Part. Ja, nach erfolgreichem Abgeben dieser Aufträge und langsam mal auf dem Weg Richtung Radar machen. Wenn es nicht klappt, dann dauert es, naja, zwei, drei Wochen mindestens. Bis dahin.